Haus klingt gut. Haus nicht angeknabbert, noch besser. Bereich sichern ist auch nicht verkehrt. Und damit hallo und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Was? Wieso? Achso, wollte schon sagen, warum schon ausgewählt? Nein, die Bildchen waren noch nicht ganz da. Da war meine Festplatte schneller als das Internet von Ubisoft. Nee, Quatsch. Wenn, dann habe ich ja schon eher die Anzeige bekommen und da kam nichts hinterher, aber ich hätte einfach mal beim Spiel hat's geklemmt. Einfach so. Weil die ganzen Bildchen und so, die sind ja auf dem PC auf der Festplatte installiert. Die werden ja nicht von Ubisoft rübergeschickt, hoffe ich. C4, ganz wichtig. Keine kugelsichere Kamera, nachdem ich die zuletzt werfen wollte, obwohl ich die schon platziert habe. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen ah, den Kackraum, Mist. Schützen. Was mir alles vor der Nase rumeiert. Wechsle das Magazin. Die Drohne der Gegner hat den Vielleicht finde ich ja noch was. Mann, so viele Füße. Ach, der Stößchen, das hier Quatsch. Plötzlich lieber an den Türen, an den Fenstern, Entschuldigung. Es bleiben 10 Sekunden. Die Stimme von Störsendermann kommt mir verdammt bekannt vor, und zwar aus dem Bekanntenkreis. Ich muss mal nachfragen, ob er das ist. Die Gegner haben den Biogefahr. Na, kommen sie hier hoch? Jo, super. Kaum eine Chance hier, sich zu verstecken. Wenn wir da was machen können. Und draußen ist es hell, das ist gut für Kamerafrau, weil... helle Außenumgebung, schlecht... schlecht zu sehende Kameras von Kamerafrau. Hängt womöglich im Baum, das Ding. Den kennen wir schon. Das war Termit, ne? So, ich muss für den Kameras gucken. Ich bleibe auf jeden Fall im Raum, aber es ist halt schwierig, hier irgendwas zu machen. Fuse bringt an. Haha, gestört. Jetzt muss ich bloß finden, welches Fenster. Jetzt werde ich in den Rücken geschossen, passt auf. Okay, ich lasse es dann. Habe ich noch mehr Sichtschutz. Jetzt kann er zwar diesen Streusprengsatz abmachen und womöglich oben anbringen. Kann man das? Ist der Boden durchlässig? Ich hab's nicht auf dem Schirm. Aber Störsender haben sich schon mal gelohnt an den Fenstern. Da der Raum schon so kacke ist. Ne, ich wollte jetzt so... Da sehe ich zu wenig. Ich will beide Türen im Blick haben. So sehe ich beide Türen. Dann bin ich schon im Visier und kann schnell rüberzucken. Oh Gott, das geht schief. Jetzt denken sie sich, wo zielt er denn hin? Wo zielt er denn hin? Ich will die Türen sehen. Also wenn jetzt ein Mitspieler zuguckt. Am Ende starten die noch eine Abstimmung. Ne, mache ich lieber so. Das geht schneller. Ich warte auf euch, liebe Gegner. Er ist immer noch auf dem Dach, der eine. Nur noch 2 gegen 4, ist nicht gut. Und Herzschlagmann ist im Keller auf. Und ich kann da was anderes stellen. Und kann er rausrennen, ja, aber... ob er auch wirklich effektiv eingreifen kann? Ich glaube ja nicht. So, mein Visier verdeckt nicht die rechte Tür. Was, wo? Hab vorher nicht nachgeladen. Schwein gehabt. Jetzt verrät er bestimmt, welcher Ecke ich hocke. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber es gibt hier keine bessere Ecke in dem Raum. Die links da ist kacke wegen der Tür dort. Bei der Küche. Und man kann da schön zum Fenster reingucken. Jetzt weiß er, wo ich bin. Hammermann haben sie, glaube ich. Ja, laut Icon oben, ja. Ich habe ihn gerade hämmern gehört. Macht er das Geländer kaputt? Störsender findet, das ist gut. Das war der Gedanke dahinter. Es
Setz dich nicht hier rein. Ist irgendwo anders gewesen. Mist. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Wie lange man aber auch braucht, um sich bewegen zu können, wenn man verletzt ist. Dauert so ein, zwei Sekunden, dann kann man sich bewegen. Scheiße. Na gut, von da oben sieht man einen auch sehr deutlich, wenn man in der Ecke hockt. Da rechts ist noch jemand zu hören. Jetzt ist einfach nur wichtig, dass meinem Kollegen geholfen werden kann mit Position verraten. Schade. Ich hoffe wenigstens, dass die Gegner... Ach Mann, Herzschlagmann, was war das denn? Der war abgelenkt durch meine Kamera. Ich hoffe, dass die Gegner da jetzt auch sein dürfen in diesem Raum. Bereich sichern könnte bedeuten Kinderzimmer und... Termit ist eigentlich bei Haus Bloss und bei der Garage nützlich. Wenn die jetzt in der Garage sind. Oh, zwei Rekruten, haben wir zwei frische Spieler? Ist mir irgendwie zu riskant. Irgendwie das Gefühl, dass Ubisoft die in die Garage verfrachtet. 106er, ist klar. So, habe ich recht behalten und habe Zenit zu Recht ausgewählt. Noch macht hier keiner zu. Die sind im Keller, in der Garage. Oh, vier auf einen Streich. Na, komm, auch im... Okay. Mist. Wollte zwischen seinen Beinen herumfahren. Na gut, was wird das denn? Baumkletterer. Muss ich zugestehen, habe ich aber auch noch nicht probiert. Ist aber gar nicht mal so blöd, denn das geht irgendwie. Störsendermann ist der Letzte. 10 Sekunden bis Einsatz. Jetzt kam kein Geräusch beim Springen. Mal gucken, ob Sophie jetzt auch versucht, da hochzuklettern. Ohne Kamera. So, ich gehe schnellstens zur Garage da aufmachen. Ich hoffe, ich komme da lebend an. Sophia, machst du bitte die Kamera hier außen kaputt? Das wäre sehr nett. Na, jetzt hier durchgehen ist riskant mit dem Regal. Der hat auf Sophia geschossen und wollte gerade absetzen, oder? Ich schätze ja. Ja, toll. Oh, er hat gerade abgesetzt und trifft meinen Kopf. Ach, Mann, wie viel Glück kann man haben? Oh, scheiße. Sind die schon mal unten und ich sterbe auch noch. Das Spiel kann so ein Arschloch sein mit seinen zufälligen Ereignissen. Denn da war ich jetzt wirklich zur allerfalschesten Zeit am falschen Ort. Sofern die Killcam auch gestimmt hat, dann hat er gerade abgesetzt. Bitterböse. Rekrut und Kapitän gegen vier Gegner. Viel Spaß. Und das im Keller, in der Garage, wo man kaum reinkommt. Das wird was werden. Da steht es gleich 0-2. Schieß nicht auf den Rekruten, du Blödmann. Lass das. Da kommst du nicht durch. Habe ich auch schon mal probiert. Ist doch egal. Tod Nummer 2. Nein, bleib nicht da stehen. Oh Mann. 10 Lebenspunkte. Er lädt nach. Wie viel Schuss? 5? Naja, 35. Okay. Dann hat er das Laden vorhin abgebrochen. Geh da weg mit 10 Lebenspunkten. Solltest du nicht... Er hat zumindest getroffen, aber nicht mit 10 Lebenspunkten in sowas reingehen. Wenn der Gegner weiß, wo er dich zu erwarten hat. Wie das rattert bei dem LMG. Das war so absehbar. Jetzt beim Rettungsversuch stirbt noch der Rekrut. Jetzt kommt jemand im Arbeitszimmer raus, ne? Halt doch deine Wunde fest. Irgendwie verblutet er ziemlich schnell. Nachladen. Jetzt versucht das gleich nochmal am Regal wetten. Das ist jetzt bloß Gegneraufhalterei, was auch der Verteidiger macht. Oh, das wird nichts. Machen wir kurz nochmal gucken. Oh, er hat ihn bekommen. 162er. Er wird schon wissen, was er tut. Die Verteidiger sich aber auch darauf einlassen. Gut, man kann damit den Angreifer fangen. An dieser Ecke, wo sie eh nicht rein können.
Aber jetzt auch noch hier hochklettern wollen, mitten in der Tür? Och nein. Oh, das tut ja schon beim nur zugucken weh. Ich bleib aber mal bei Capitão. Ich bin gespannt, wie er sich noch so anstellt. Immerhin kennt er die Kamera. Einer vom eigenen und stirbt durch eine Kapkalmine. Das mache ich auch ganz gerne. Kapkalmine. Mal gucken, wann die zweite explodiert. Rekrut und Schrotflinte, das geht nicht gut. Da, links war er. Eigener Trupp wurde eliminiert. Störsendermann. Ach, Mann. Oh, da wäre auch eine Kapkalmine gewesen. Oh, er hat die Kapkalmine noch zerstört. Beim Schießen, der Störsendermann. So, wir sind jetzt nochmal in dem gleichen Raum wie vorhin in der Verteidigungsphase. Das wäre richtig gemein. Toll. Gefühlt, oh, Tachanka. Gefühlt geht heute jede zweite Partie irgendwie total daneben. Meine Anspielung an Tachanka mit Tachanka, da müsste ja jemand Deutsch können im Ubisoft-Team. Ist nicht ausgeschlossen, aber... Ich glaube nicht... Nein! Ey, ich glaube nicht, sowas Bescheuertes. Der bringt mich jetzt um, oder? Das ist sowas Bescheuertes. Aber noch keine Drohne hochgefahren. Krass. Tachanka baut auf. So, hier dürfen wir nichts zumachen. Die warnt auf keinen Fall. Meinetwegen, ja, dann macht Tachanka sich auf. Können wir so machen. Lade nach! Noch 5 Sekunden. Erstmal Außenkamera gucken. Gefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während diesmal bei der Baustelle. Nee, doch nicht. Oh Mann. Mist. Dass man die auch durch die Bäume erkennen kann. Sofa steht jetzt im Weg. Ein LMG befeuerter. Ah, zockt er ja auch schon. Störsender wird weiterhin gefunden. Die kommen mit den Drohnen einfach nicht voran. Das war der Plan. Das geht ja auf Haus so gut wie nirgendwo. Mit Fuse. Warum mache ich jetzt so, damit ich aufs Treppenhaus mit Deckung zielen kann? Aufs Baumhaus, Treppenhaus. Der doofe Jäger ist gestorben. Ob die jemanden im Baumhaus haben? Ich werde es gleich sehen, wenn ich sterbe. Ah, ja, es war knapp. Wäre nicht so weit vor, Baumhaus. Stacheldraht wird zerstört. Mist. Das überlebe ich jetzt nicht. Achtung. Ja, doch noch. Das mache ich per Drohne. Dann mach doch mal. Ah. Die Gegner sichern den Bio. Kannst immer nicht glauben, was der Jäger gemacht hat. Macht er wirklich da direkt den Raum zu, direkt nach dem Spawn? Und der Capitão geht ja unten am Regal das Haus hoch. Der Biogefahrgutbehälter wurde gesichert. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Aber ich habe auch schon ziemlichen Scheiß gemacht. Und dazu stehe ich. Na super. Hä, ist die jetzt nicht hochgegangen? Hat der Tachanka schon so viel abbekommen, dass er mit einem Granatenwurf direkt umgebracht wurde?
Das geht ja. Also wenn man jemanden mit Nitro oder mit einer Granate bewirft, dann kriegt derjenige 5 Lebenspunkte Abzug. Ich war sogar noch Punktbester. Das spricht fürs Team. Hoffentlich wird's besser. Schade um Haus, aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.